Herzlich willkommen zurück zu Ni No Kuni. Ich bin schon mal bis vor den Tempel gelaufen, damit wir hier nicht Ewigkeiten in der Wüste verbringen. Und ich würde sagen, wir gehen zum Tempel der Prüfungen. Der Tempel der Prüfung befindet sich am anderen Ende dieser Schlucht. Vielleicht wäre das hier ein guter Ort, um zu rasten. Mann, bin froh, dass du den Vorschlag gemacht hast. Ich bin eine Waldfee, mein Feenanzug ist nicht mal sanddicht. Wir machen schon Pause, aber ich könnte noch meilenweit gehen. Wirklich? Bist du gar nicht müde? Es ist doch so heiß hier. Im Tempel der Prüfung erwarten dich weitaus schlimmere Dinge, Oliver. Mann, oh Mann, die Prüfungen sind also ziemlich schwer, oder? Das sind sie. Deshalb braucht ihr etwas Ruhe. Ich werde Wache halten, ihr werdet schlafen. Und bleibt nah am Feuer. Nachts wird es sehr kalt in der Wüste. In Ordnung, Herr Rashid. Oliver? What is it, Esther? Why did you set out on this journey in the first place? Most people wouldn't dream of taking on someone like Shadar. Well, it's my mom. I have to save her. Your mother? Yeah. She died saving my life. But Mr. Drippy says there's a way to help her here in this world. So, you've come here to save your mother? Yeah, I guess. Wow. Huh? Doing all this for the sake of someone you love? I just think that's amazing. I wish I had as good a reason as you for making this journey. Oh, I'm sorry. I didn't mean I wish that... It's okay. But... Shadar is incredibly powerful. He breaks the hearts of anyone who defies him. So no one dares to resist. And they say no one can defeat him. I know that. But... I have to. You have to try. Right? Yeah. It's so strange. You don't look powerful in the least. But somehow, I just know you can beat him. I wonder why. Thanks. Anyway, enough of that. It's late. Okay. Tja, der Tag bricht an. Guten Morgen, Oliver. Hast du gut geschlafen? Nicht so richtig. Ich schätze, ich bin etwas aufgeregt wegen dieser Prüfung. Oh weh, dann hoffe ich, dass du nicht mittendrin einschläfst. Ich muss aber zugeben, dass ich auch nicht sehr gut geschlafen habe. Ich musste immer zwar an dieses Mädchen denken, an mein anderes Ich. Es ist so seltsam, sie ist gar nicht wie ich, aber es fühlt sich nicht so an, als wäre sie eine andere Person. Tja, so ist das nun mal mit Seelenverwandten nicht. Anders aber trotzdem gleich. Das ist tiefsinnig, aber egal. Machen wir nur die Prüfung oder nicht? Oliver, Esther, der Tempel der Prüfung befindet sich nördlich von hier. Die Prüfungen, die euch bevorstehen, werden unerbittlich sein, aber ich habe euer Vertrauen in euch. Vielen Dank. Gehen wir, Oliver. Ich will dir beweisen, wie tapfer ich bin. Genau wie Myrtle. Myrtle. Die unschuldige Güte, die im Herzen der Tochter des großen Weisen in der Wund hat, eine Geschichte mit magischem Begleiter freigeschaltet. Dankeschön. Mein anderes Ich auf einem Hüg. Alles klar. Dann wollen wir mal los, wa? Auf zu den Prüfungen. Let's go. Tempel der Prüfung. Hallo, jemand zu Hause? Sind wir jetzt eigentlich voll geheilt? Jo, Tatsache. Endlich, das ist der Tempel. Die Prüfungen warten. Holla, das ist ja mal ein beeindruckender Schuppen, was? Umgeben von mächtiger Mysterien. Hast du etwas Schlichteres von der Heiligen Oase erwartet, in der die mächtigen Weisen ausgebildet werden? Wurden sie hier ausgebildet, Herr Rashid? Natürlich, jeder, der sich Weiser nennen will, muss die Prüfungen meistern. Also muss auch Alicia die Prüfung abgelegt haben. Oliver. Ein Kandidat, der ein Weiser werden will, muss ein reines Herz und umfassendes Wissen besitzen, sowohl Zauberer als auch Vertraute beherrschen. Im Tempel werden all diese Eigenschaften geprüft und vertieft. Und wenn wir die Prüfung nicht bestehen, werden wir Shadar niemals besiegen können, oder? Exakt. Doch selbst die Gaben, die du durch das Bestehen der Prüfung erhältst, werden nicht ausreichen. Du musst viel stärker werden, um den dunklen Djinn zu besiegen.
Okay, dann sollten wir uns jetzt erstmal auf die Prüfung konzentrieren, oder? Du bist bereit. Es ist an der Zeit, das Siegel zu brechen. Jenseits dieser Tür wartet der überragende Weise. Du musst die Tür selbst öffnen. Jawohl. Okay. Der überragende Weise muss doch echt überragend sein. Oh. Der sieht doch mal mächtig aus. Also der sieht schon überragend aus, oder? So, this is the Supreme Sage, is it? Ahem. Your Honor, we have come to perform the trials. Not me. Huh? Huh? Idiots! Oh. I'm the Supreme Sage! Oh! That's just my stupid servant, Umbopa! Wie? Verflixt, wir haben den falschen... Der Tempel der Prüfung, wo sich die Weisen beweisen. Ich glaube es nicht, der überragende Weise ist ja bloß ein süßer kleiner Junge. Süß? Uah. Oh, es tut mir leid, euer Ehren. Ist mir egal, ich bin nicht... Ich bin süß und schlau und gut aussehend. Ich bin nur so bescheiden, dass ich es nicht mag, wenn die Leute darüber reden. Ah, verstehe. Wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Niemand darf ohne meine Erlaubnis das Eingangstor öffnen. Es ist lange her, euer Ehren. Bist du das, Rashid? Verflixt nur eins. Wann bist du denn so alt geworden? Du bist ja ein Fossil. Und wie ich sehe, habt ihr euch kein bisschen verändert, Meister Salomon. Kanntet ihr meinen Vater, als er jung war? Wie komisch. Wie, Vater? Du bist also... Ja, euer Ehren, ich spreche im Namen meiner Tochter Esther. Bitte vergibt ihre Ungezogenheit. Ha, das schert mich nicht. Was mich schert, ist, dass du eine Tochter hast. Wie ist das denn passiert? Du warst doch immer so schüchtern und linkisch. Na gut, nun gut. Glückwunsch. Aber was machst du eigentlich hier? Was willst du? Diese Kinder, Meister Salomon, Oliver und Esther. Ich möchte euch darum bitten, sie die Prüfung ablegen zu lassen. Wirklich? Wenn du sie empfiehlst, musst du davon überzeugt sein, dass sie ziemlich gut sind. Oder du bist auf deine alten Tage senil geworden. Ich sehe in beiden großes Potenzial, aber ihnen fehlt es an Macht. Anfänger, was? Und ihr wollt stärker werden? Warum? Wozu? Ich muss Shaddaa besiegen. Was, du Shaddaa besiegen? Dir ist klar, was du da sagst, oder? Ja, euer Ehren. Und ich werde ihm helfen. Oliver hat mir geholfen und ich werde mich da bei ihm revanchieren. Schön, aber die Prüfungen sind schwer. Richtig schwer. Ich muss es wissen, denn ich habe sie selbst entworfen. Wir sind bereit, euer Ehren. Ha, ihr könnt es tatsächlich sein. Na gut, ihr dürft die Prüfung ablegen. Danke, Meister Salomon. Wir werden alle Prüfungen bestehen. Sie werden schon sehen. Vielen Dank, euer Ehren. Dann werde ich mich verabschieden. Du gehst schon? Langweilig. Du sollst hier bleiben. Was ist los? Hast du Angst, Zeuge ihres Scheiterns zu werden? Er hat völlig recht, Mann. Nach allem, was wir für dich getan haben, ist es ja wohl das Mindeste, dass du hier bleibst und die beiden bei den Prüfungen unterstützt. Ich kann nicht. Ich habe Verpflichtungen. Ich werde nicht ewig ein Barbarenverkäufer bleiben. Ich muss mich darauf vorbereiten, wieder den Pfad der Weisen zu beschreiten. Das ist nicht der wahre Grund, oder, Vater? Wieso willst du unbedingt nach Hause? Verstehst du denn nicht? Er will, dass wir die Prüfung ohne seine Hilfe bestehen. Wir müssen beweisen, dass wir es alleine schaffen können. Du hast recht. Gut, Oliver. Wir geben unser Bestes. Viel Glück mit den Vorbereitungen, Vater. Verkauf nicht alle Barbaren, in Ordnung? Natürlich nicht, mein Kind. Wenn du die Prüfung bestanden hast, kannst du so viele Barbaren haben, wie du willst. Viel Glück. Na los, das ganze Gequatsch ist langweilig. Fangen wir mit den Prüfungen an, okay? Frag den doofen alten Umbopa, was ihr tun müsst. Okay, vorher werde ich hier speichern. So, einmal speichern bitte hier in der Prüfung, damit wir die erste lange Unterhaltung schon mal hinter uns haben. Das ist doch schon mal sehr gut. So, gut. Umbopa, was müssen wir tun? Umbopa wird euch die Prüfung erklären. Ihr werdet zuhören. Es gibt drei Prüfungen. Die erste ist die Prüfung des Scharfsinns. Die zweite ist die Prüfung der Freundschaft. Besteht diese Prüfung und es erwartet euch eine dritte. Die Prüfung der Stärke, sie ist die letzte. Doch zuerst müsst ihr die ersten zwei Prüfungen bestehen. Die ersten zwei Prüfungen befinden sich in den Räumen links und rechts von hier. Um mehr über die Prüfung zu erfahren, fragt die Aufpasser in den Prüfungsräumen. Viel Glück bei den Prüfungen.
Alles klar. Los geht's. Wir nehmen erst links. Und wir kommen zur Prüfung des Scharfsinns, glaube ich. Nee, der Freundschaft. Die Prüfung der Freundschaft. Gut. Hier muss ich mein Hirn in zwei teilen. ja. Seid gegrüßt. Dies ist die Prüfung der Freundschaft. Der Weg wird sich nur jenen öffnen, die aneinander vertrauen und gemeinsam fortschreiten. Stellt euch auf die glühenden Schalter, um zu beginnen. Jetzt muss ich mit dem rechten Stick Esther bewegen und mit dem linken Stick Oliver. Als meine Freundin das gemacht hat, fand ich, das sah es leicht aus. Ich werde, glaube ich, scheitern. Man darf übrigens nicht runterfallen, ne? Dürfte klar sein. Ich glaube, das war falsch, wo ich gerade lang gehe. Ja, gut, das habe ich mir noch gemerkt. Oh Gott, und die Steine fallen natürlich auch runter, ne? So, das war die erste Stufe. Halleluja. Gut, weiter geht's. Huch! Es fängt schon gut an. Okay, Moment, ich muss das irgendwie... Ich kann das nicht sehen. Nee, ich muss den schon so halten, wie man regulär einen Controller hält. Das ist natürlich mies jetzt hier mit Esther. Jetzt muss ich hier auf den Schalter, damit Esther weiter kann. Boah, ich kann nicht auf... Boah, das ist wirklich so eine Aufgabe für Frauen. Also bei meiner Freundin sah das halbwegs einfacher aus, als das, was ich hier gerade liefere. Kann natürlich auch immer im Auge des Betrachters liegen, der gerade nicht spielt. So, jetzt warte da, Esther. Ich gehe mal eben... So, jetzt musst du hier... Weil ich, Esther, wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich darüber. Oh Gott. Oh... So, Esther, rüber. Okay. Okay, das hätten wir auch geschafft. Oh Gott. Okay. Vielleicht wird es noch dreidimensional. Und hektischer. Oh Gott. Hilfe. Es ist voll anstrengend. Mein Hirn sagt gerade so derp. Ah. Mies. Mies. Das ist echt Multitasking. Und dann noch dabei kommentieren. Ich glaube, wenn ich das nicht kommentieren müsste, wäre das leichter. Warum verkacke ich da immer? Moment. Ich will da jetzt aber auch nicht ruhig bleiben bei. So. So. Olli da drauf. Esther da drauf. Ich habe aber auch ein Problem mit dem rechten Stick, um ehrlich zu sein. Das klingt jetzt nach einer Ausrede. Ja, ist es auch. Aber ich habe da so ein Defizit in dem rechten Stick, den zu kontrollieren, weil ich Linkshänder bin. Habe ich da so ein Defizit. Ein Rechtshänder hätte wahrscheinlich links ein Defizit. Ich habe den rechts... Sieht man vielleicht auch, dass ich mit Esther öfter abstürze als mit Olli. Weil ich mich besser auf links konzentrieren kann. Weil ich nur mal links besser steuern kann. Alter Falter. Esther. Das ist jetzt mies. Alter. Jetzt wollen sie, dass man das hier noch selbst dreht, wisst ihr? Okay, ich glaube, Esther soll da drauf. Und du da drauf, Olli. Und dann können wir beide rüber. Oh, wir haben es geschafft. Halleluja. Jetzt da draufstellen? Okay. Das war die erste Prüfung. Die hätten wir. Alter Falter. Raus hier. Ausgezeichnet, ihr habt die Kraft des Bandes zwischen euch unter Beweis gestellt und die Prüfung der Freundschaft bestanden. Ich überreiche euch hiermit den Nachweis eures Erfolgs. Juhu, ein Zeugnis. Haltet im Angesicht der Entbehrungen, die euch erwarten, steht zusammen und stellt das Vertrauen ineinander über alles andere. Puh, das werden wir, vielen Dank. Raus hier, nächste Prüfung. Speichern. Weil ich keine Lust habe, das nochmal zu machen. Ich wollte die unbedingt mal machen, diese Prüfung. Die hat ja, wie gesagt, meine Freundin gemacht. Und, nee. Also, da sah es leichter aus. Ich weiß gar nicht, ob sie öfter gestorben ist als ich. Naja, wir gehen jetzt in die nächste Prüfung. Die Prüfung wird eher witzlos. Ich habe ein zu gutes Gedächtnis für sowas. Prüfung des Scharfsinns. Seid gegrüßt, dies ist die Prüfung des Scharfsinns. Die Lösung dieser Rätsel liegt in der Kräften der Wahrnehmung und der Reflexion. Zeigt mir die Wahrheit, auf die euer Art so stolz ist, Kind der Menschen.
könnte jetzt ganz cool sein und ohne, weil den konnte ich mir noch merken, die Reihenfolge, wie die hingestellt werden müssen, aber ich höre mir für euch mal den Hinweis an. Ja? Ein Hinweis anhören. Geht das auch ohne? Was ist denn, wenn ich ohne Hinweis mache? Gibt das eine Trophäe? Oh, ich würde das auch ohne schaffen, aber das ist ja witzlos für euch. Das ist ja doof, dann wisst ihr nicht, worum es geht. Okay. Der Drache sieht das Schwert des Kriegers, der dem Vogel seinen Schild hinhält. Die Bestie währenddessen blickt zu ihrer Rechten und sieht ein leeres Feld. Gut, das heißt folgendes. Drahtzieher zaubern. Die Bestie kommt... Das ist der Wicht. Der Wicht kommt... links vom Drachen. So. Nein. Warum drücke ich den Kreis? Drahtzieher. So. Statue wählen. Da. Die möchte ich. Die kommt hier hin. Der Drache kommt hier hin. Drache kommt hier hin. Und der Vogel kommt nach ganz rechts. Das müsste es eigentlich schon sein. Man darf sich bei dem Hinweis nicht verwirren lassen von der Blickrichtung der Statuen. Das ist das Geheimnis. Herrlich. Gut. Das nächste Rätsel ist sowas ähnliches. Rätsel. Ah nee, das ist das hier. Okay, das ist einfach. Da müssen wir einfach dreidimensional denken. Das mache ich mal ohne Hinweis. Das kann ich so erklären. Diese Steine haben Zeichnungen drauf. Wie dieser hier, der passt zum Beispiel... Hier. Hier passt das mit der Linie auf dem Boden überein, seht ihr? Man kann den da drüber legen und das Bild wird trotzdem genauso aussehen. So, und das ist das Ziel dieser Aufgabe. So, das Auge müsste dann hier oben sein. Und das ist hier, glaube ich. Ja. Und du bist hier unten, glaube ich. Nee, hier nicht. Da bist du. So, und du bist mittig irgendwo, weil da ist irgendwie nur der einzige Platz für so Linien. So. Das war's schon. Das ist eigentlich mit das Leichteste. Man muss einfach nur... ein bisschen komisch gucken. Dann geht das schon. So, da brauche ich noch nicht mal einen Hinweis für. Gibt wahrscheinlich keine Kekse, aber ist ja egal. Wie kommt er jetzt auf Kekse? Ich weiß nicht. Ja, die nächste Aufgabe. So, da höre ich mir für euch den Hinweis nochmal an. Der Vogel ist an Drachen und Mond geknüpft, auf einem Stern er sitzt. Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern aneinander, doch ihr eigener Platz ist ungewiss. Was? Oh, jetzt habe ich es. Der Vogel muss auf einen Stern und die Linie müssen ihn mit dem Mond und den Drachen dort verbinden, oder? Ja, genau. So, und das machen wir jetzt. Und zwar kommt der Vogel auf den Stern. Auf diesen hier. Der verbindet den Drachen, der auf einer Sonne sitzt. Und der Wicht sitzt nämlich auf der Mond und die Bestie sitzt auf die Sonne. So ist das. Ich habe ein Gedächtnis für sowas. Hört auf. Das ist dein... Ich habe da echt ein Gedächtnis für. Ich habe das bei meiner Freundin gesehen und konnte mir das gut merken. Und beim Scholli habe ich es vor ein paar Tagen auch nochmal... Tagen? Was? Ja. Ja. Vor ein paar Tagen habe ich es gesehen, ja. Ausgezeichnet. Ihr habt eure Weisheit bewiesen und die prüfende Scharfsinns bestanden. Ich überreiche euch hiermit den Nachweis eures Erfolgs. Das Scharfsinnszeugnis. Haltet eure Augen und Ohren stets offen. Das Wissen, das ihr erlangt, wird euch gute Dienste leisten. Mit Rohrgewalt kommt man nicht immer weiter. Oft ist das Wort mächtiger als die Tat. Verstehe, vielen Dank. Ah, ich sagte ja, dass ich die ersten 25 Stunden des Spiels spiele und wir sind erstmal bei 7. Wobei ich nicht weiß, ob ich vielleicht relativ fix bin, weil ich das ja kenne. Es kann natürlich auch sein, dass ich gerade relativ fix unterwegs bin. Ihr habt die ersten beiden Tests bestanden, nicht schlecht. Wir wissen jetzt, dass ihr gute Freunde seid und keinen Stroh im Kopf habt. Und wir wissen auch, dass meine Motivationskünste Wunder wirken. Schick. Hey, du hattest nichts damit zu tun. Jedenfalls, Oliver, es ist Zeit. Die letzte Prüfung. Worum geht es, Meister Salomon? Ha, das weiß doch jeder. Es ist die Prüfung der Stärke, Hohlkopf.
In dieser Prüfung müsst ihr eure Kampffertigkeiten unter Beweis stellen. Ihr könnt euch denken, was das heißt, oder? Wir müssen gegen jemanden kämpfen, was? Oh, ein ganz schlauer, aber nicht gegen irgendjemanden. Ihr werdet eins auf die Mütze bekommen. Oh, aber ich will nicht, dass er hier alles kaputt schlägt. Deswegen habe ich einen speziellen Austragungsort vorbereitet. Aber egal, ihr braucht sicher erstmal eine Pause, weil ihr so klein und schwach seid. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Ja, euer Ehren. Ja, eine Pause wäre gut. Speichern. Was ist eigentlich hinter dem Thron? Hier ist gar nichts. Warum hast du denn so weit vorne stehen? Naja, jetzt sind da auch Vorhänge vor. Jetzt können wir da gar nicht mehr lang gehen. Wir möchten einmal speichern. Und einmal da.